Ja, und somit willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Syndicate. Wir sind wieder da und wir müssen jetzt mit dem hier sprechen. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außerdem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Natürlich werden wir das tun. Das Ding da? Ist aber direkt hier um die Ecke. Der ist aber mal ein bisschen, ne? Ja. Ach, und was ich auch noch sagen wollte. Ich bedanke mich natürlich bei allen von euch. Jedem Einzelnen. Für... Lass mich da hoch. Okay, Kletterbar. Für jede einzelne Bewertung und die ganzen lustigen Kommentare. Dankeschön. Immer wieder lustig. Und macht immer wieder Spaß, mit euch zu schreiben. Hopp. Oh, hopp. 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 So, suchen. Was denn? Hallo? Was wir suchen? Eine Katze. Wann hat der denn die Eichel auf dem Kopf? Eine königliche Wache niederschlagen. Okay, wir haben hier fünf Stück zur Auswahl. Welches Opfer nehmen wir jetzt? Wirklich? Und ich dachte, es wäre so einfach. Wow. Übertreib mal nicht, Junge. Niemanden töten. Ihr verderbt euch eben auch echt immer den Spaß. Okay. Der ist solo unterwegs. Was mit dem? Der wäre einfach eigentlich. Nein, der wäre doch nicht einfach. Muss der Typ sich bewegen? Ach du Scheiße, auf wen warten die? Jack the Ripper oder was? Oh. Super, ey. Wie sieht's bei den anderen aus? Bestimmt auch nicht besser. Wenn das königliche Wachen sind, warum laufen dann hier 10.000 Cops rum? Ich sag dir doch, sieht nicht anders aus. Da. Alter. Aber das ist auch eine Kiste. Nee, wenn ich Halluzinogene einsetze, dann gilt das ja als Töten. Alter. Echt jetzt? Boah. Der steht da so easy einfach. Okay, den könnte ich theoretisch...
Wenn der sich wieder dahin stellt, könnte ich den wieder hauen. Theoretisch. Praktisch sieht das ja immer wieder anders aus. Solange der da stehen bleibt, der dreht ja seine Kurven da. Ey, Jung, stell dich wieder dahin. Komm. Das wird schwer, ohne jemanden zu töten. Jetzt kommt der. So. Was stehlen? Ah, ach so, ja, stimmt ja, die Uniform. Okay, aber das ging jetzt auch gut. Charmant. Jetzt den Gardisten verstecken. Ah, ihr wollt mich da verarschen. In einer Kutsche. Ach, wisst ihr was? Leck mich. Geh weg, komm, bevor die was merken. Zählt das eigentlich auch, wenn die den töten? So, wo haben wir denn jetzt eine Kutsche? Okay, hier sind ganz viele, ne? Ich muss erstmal den Weg freiräumen. So, okay, es zählt immer noch nicht als nicht töten. Gut. Ablenkung Nummer 3. Komm, macht mal. Au, wie sieht denn aus? Stirbt der gerade? Okay, das mit dem niemanden töten haben wir jetzt versaut. Komm her. Geht doch. So, weiter plündern. So. Ach komm schon! Komm zurück, du Feigling! Das glaube ich nicht! Ah, da ist er wieder! Und go! So, dürfte ich jetzt mal mit dem hier weiter wandern? Bitte! Ah.
Hallo? Na toll, der Typ steht da so blöd, ne? So. Ganz einfach. So. So, in einer Kutsche verstecken. Weißt du was? Wir verstecken ihn einfach da. Das reicht schon. Ich bin auf dem Weg. Mit Abeline reden. Gut. Die ist da. Direkt um die Ecke. Dann quatschen wir mal mit der jungen Mann. Mit der jungen Dame, klar. Batz, batz, batz. Ich habe niemanden getötet. Aua. Aua. Ich habe niemanden getötet, nein. Ich war voll brav, ich war voll anständig. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Ja. Ja, ja. So. Warte mal, wir haben doch bestimmt neue Punkte, ne? Fähigkeiten. Wie viel haben wir? 9. Ui, 9. Hallo? Wie viel kostet? Oh, cool. Automatische Kopfschüsse. Perfekt. Läuft. Yeah, Level 9. Gut, wir haben noch 3. Das kostet 4. Das kostet 6. Super. Okay. Gut, dann. Ja, ja. Wuppala. So, wie weit ist denn das? Ach du Scheiße. So, 200. Na, fast 300 Meter. Gut, Vollgas. Nein, da noch nicht rein. Da gehen wir gleich rein. Hallo? Danke. Alte Bagger. Du hast hier nichts zu kamellen. Irgendwann gehört ganz London mir und nicht euch. Wupp. 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 Hi. Halt nicht rum. Er hat's nicht anders gewollt. Er hat danach gebettelt. Er hat gesagt, ey, Jung, kannst du mal? Schon keinen Bock mehr. Okay, das ist ein Zweierpack. Das wird geil. Batz und tschüss. Die haben auch drum gebettelt. Kann ich nichts für. Wer drum bettelt, kriegt's. So. Im Vollen ist Level 8. Wir sind Level 9. Was? Ach komm schon, wirklich. Ich wollte gerade lesen, du Nüppel. So, Evie besucht Dulepsing, um zu erfahren, ob noch eine Kopie der Buckingham-Pläne existiert. Okay, wir spielen Evie. Hätte ich das mal vorher gewusst. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry.
Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen die mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche und wir werden diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit Ihnen und hinterher sage ich Ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. Ah, das stimmt auch wieder. Ich lasse nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. Kutsche stellen ohne Innenhof zum... Was? Mach dich bereit. Mach ich wofür bereit? Zustand der Kutsche nicht. Ach du Scheiße. Okay, wie soll ich denn die Kutsche stehlen, ohne den Innenraum zu betreten? Achso. Bam, 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 bam. Aber weißt du was? Da steht ja nichts von töten, ne? Da steht ja nichts von töten, da steht ja nichts von nicht töten. Weißt du was? Und wir hauen die Garde um. So. Wow. Sorry. Was? Hätte mir ja mal einer sagen können, dass hier Sniper oben sind. Batz, Batz. Och, ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Ihr wollt mich jetzt doch echt verarschen. Den Innenhof zu betreten. Ne, den da muss ich erledigen. So sieht er mich. Seinen Kollegen auf dem Nachbarbahnhof. Toll. Dankeschön. So. Und wisst ihr was? Nee, dann kommen die ja hier hin. So. Viel Spaß, Jungs. Wo ist die Kutsche? Ach, direkt unter mir. Hä? Wieso machen die das? Wieso sind die jetzt abgehauen, hä? Ich meine, das ist schön. Jetzt brauche ich echt nicht in den Innenraum zu gehen.
Na komm, lauf mal ein bisschen schneller. Wir müssen die Kutsche einholen. Warum die auch immer jetzt rausgelaufen sind? Hä? Guck, guck. Ach komm schon, wirklich? Wow! Au, au, au! Ach komm schon! Boah! Gutes Mädchen! Ja, man kann es auch echt übertreiben mit dem Verkehr, sobald man eine Mission hat, wo man aufpassen muss mit dem Fahren. Ja, ja, komm, leck mich doch. Geht alle weg. Bereit für etwas Lobbyarbeit, Miss Fry? Einsteigen, Eure Hoheit. Wo fahren wir hin? Belgrave Square. Was? Wohin? Kenn mich hier nicht aus. So. Ja, komm, übertreibt. Rampen wir noch 20.000 Mal rein. Wow. Gut so. Vollbremsung. Mein Sohn erwartet bereits meine Ankunft. Willkommen, Sir. Eure Hochheit, welche Überraschung. Ist das Leben nicht eine Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde Sie ganz bestimmt nicht lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Punjab eroberte. Nicht Eroberung, sondern eine legale Transaktion. Britannien versprach mich zu beschützen, indem es mir mein Königreich nahm, hat das Parlament gegen den mit meiner Familie unterzeichneten Vertrag verstoßen. Hier, lächeln Sie. Das wusste ich nicht. Lesen Sie. Mehr verlange ich gar nicht. Sie sind einer der wenigen, die mir helfen können. Ich tue, was ich kann. Naja. Politiker, wir tun, was wir können. Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi. Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. Das hat sich als lohnend erwiesen. Wohin jetzt? Ja. James Park. Ich bemerke, dass mit der Grieche. Warum immer eine Volldrehung? Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, oh, wie schade. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Nun, ja, ja, und wie? Lass nicht zu, dass persönlich. Siehst du, das meinte ich. Das klingt nach einem Zitat. Das ist es. Von meinem Vater. Ethan Fry? Sie kannten ihn? Nein, zu meinem Bedauern. Doch Mr. Green sprach von ihm. Er war wohl ein außergewöhnlicher Mann. Das war er, Eure Hoheit. Eure Mutter ebenso, Cecily Fry. Sie und ihr Vater waren Partner, unzertrennlich. Das einzige Duo, das mit der Starre gefällig werden konnte. Und sehr verliebt ineinander, zumindest nach den wenigen, was ich von ihnen war. Cecily, ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Nach allem, was Mr. Green sagt, haben sie viel mit ihr gemeint. Ihre Intelligenz zum Beispiel. Vater sprach nie über sie. Was kann Mr. Green schon wissen? Er war noch ein Knabe, als mein Vater ihn ausbildete. Kinder sind gute Beobachter, Miss Fry. Ja. Wer eigene Kinder hat, weiß das. Weiter. Na, wer von euch hat Kinder? Mal so gefragt. Zum Parlament bitte, und zwar schleunigst. Ja, Sir. Sehe ich aus wie Taxi oder was? Ey, schon wieder eine Volldrehung. Was machen Sie denn hier, Eure Hoheit? Ich weiß, wie beschäftigt Sie in letzter Zeit waren. Ich bitte Sie nur um einen kleinen Moment Ihrer Zeit. Das ist reichlich unorthodox, aber fahren Sie fort. Laut des Vertrags, den meine Familie unterschrieb, soll Britannien mich schützen. Stattdessen nahm man mir mein Land. Und nun höre ich, dass England die Verbindung zu Indien stärken will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Punjab seinem Volk zurückzugeben.
Die Queen gewährt ihnen schon Gott weiß wie lange ein jährliches Einkommen. Und nun beißen sie die Hand, die sie füttert? Es geht mir hierbei nicht ums Geld. Ich kann nicht ruhig mit ansehen, wie mein Heimatland unter das Joch eine Fremdherrschaft gelegt. Mein Volk wird behandelt wie Sklaven. Ich sterbe gerne tausendmal in Armut, wenn ich sie dafür befreien kann. Eure Leidenschaft rührt mich, Eure Hoheit. Was kann ich für euch tun? Nehmen Sie diese Kopie des unlauteren Vertrags und unterstützen Sie meinen Anspruch. Befreien die Künstler, Gott segne Sie. Ja, und jetzt wieder eine volle Umdrehung, oder was? Und wie fahren die Idioten hier? Nur noch einer übrig, zur Gladstone-Residenz. Fällt Ihnen nicht hin? Oh, mal keine Vollbremse. Dass meine Mutter mal zinkt. Und wenn sie mich in der Sommerhitze in den Arm genommen hat, war ich so ruhig, dass sie eingeschlafen ist. Es schmerzte, als man mir mein Königreich nahm. Doch wahrlich, als man sie mir nahm, ich sah meine Mutter 2 Jahre vor ihrem Tod wieder. Zum Synopsis, und zwar schnell. Okay, die Lampe haben wir mal um ein paar Meter gekürzt. Guten Tag, Mr. Gladstone. Mr. Singh! Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid und deshalb betteln sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit und ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen und zwar in allen Belangen. Ja, die Sikhs verdienen. Na ja, klar, einen Arschloch treffen wir immer. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden Sie sie auch erlangen. Warum wollen Sie dann Ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen, ebenso die des Parlaments. Doch es ist unsere Bürde, Indien zu regieren. Und zweifellos nicht die eines Vergessens. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich glaube, jedes Land hat das eigene Recht, seinen König, Königin zu bestimmen. Und wenn Indien sagt, sie wollen einen anderen, dann nimmt Krieg, gibt ihnen halt einen anderen. Ist das doch schwer, um die Kutsche rumzugehen? Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Bitte schön. Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen. Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als Ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. Good day, dear Miss Fry. Alter, und jetzt darf ich das Ding auch noch zurückfahren. Super. Und natürlich, die Pläne sind im Palast, wo wir rein müssen. Da hätte man auch drauf kommen können, ne? Selber. Dass die Pläne nicht im Baumarkt sind oder so, das ist ja wohl logisch. Alter, die roten Hemden nerven langsam, ey. An jeder Ecke stehen die. Totes Mädchen. Ja? Ach du Scheiße. Soll das Ding jetzt echt da reinfahren? Gutes Mädchen. Wirklich. Gut so. Die werden ihren Augen nicht trauen.
Jo, der sieht ja sowieso nichts. Hallöchen, Leute, da bin ich wieder. Und ich bin wieder weg. Wow, Familienpolitik abgeschlossen. Ja, das mit dem Innenhof betreten, das war echt, keine Ahnung. Was, wieso, weshalb. Aber na gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Schleichen, Töten, Fahren in New York. Facepalm. In London bei Assassin's Creed Syndicate.